Leute von unterwegs. Ja, moin, Eckart. Ja, grüß dich aus Rostock. Ja, guten Tag, Mensch. Ja, wieder, was haben wir jetzt? Folge 64, ne? Haben wir heute. Hier sind wir Folge 64 jetzt hier. 64, ist auch schon wieder. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Genau. So, da sind wir wieder. Was ist passiert? Ja, da sind wir schon wieder, genau. Ja, was ist passiert? Ich habe gerade gelesen in der Bild-Zeitung, dass am letzten Samstag zum ersten Mal bei einem Zweitligaspiel, nicht beim HSV, Pyrotechnik erlaubt war im Stadion. Dass sie wohl das offiziell von der Polizei genehmigt haben, dass Pyrotechnik abgefackelt werden durfte. Was ja normalerweise immer streng verboten ist in Deutschland, ne? Und trotzdem gemacht wird manchmal. Weiß nicht, in Brasilien und Argentinien ist das ja, glaube ich, so an der Tagesordnung. Ja, das ist, glaube ich, überall, das ist, glaube ich, nicht verboten oder zumindest toleriert. Ja. Naja, interessant. Also es gibt ja kalte Pyrotechnik, ne? Hast du das auch schon gehört? Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber das war ja eine Diskussion, dass man dann irgendwie zumindest keine sich dann nicht verbrennen kann an den Dingern. Aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Kalte Pyrotechnik. Aber was ist hier, die DFL oder so, ne? Die ist das wehrt sich strikt dagegen, ja. Ja. No. Ja, ich weiß, was hat man sich unter kalter Pyrotechnik vorzustellen? Ich meine, ich kenne ja nur die Christbaumbeleuchtung, entweder Kerzen oder halt Ketten. Was ist denn kalte Pyrotechnik, bitte? Es brennt kalt ab. So. Erstaunlich. Keine Ahnung. Ja. Verstehen tue ich es auch nicht, aber es ist, müssen wir mal recherchieren. Ja. Kleiner Rechercheauftrag, aber. Vielleicht werden einfach dann so Lavalampen hochgehalten oder keine Ahnung. Kalte Pyrotechnik. Es gibt ja noch was anderes, was glaube ich schon länger her, diese Erkenntnis, warum kennt es ja auch graue Haare, ne? Ist ja irgendwie ist ja auch ein Thema, also bei mir komischerweise noch nicht so richtig, aber also bei so mir total. Ich habe ja mittlerweile weiße Haare komplett. Wirklich? Ach, da haben wir. Oder? Grau. Du hast schon heller. Das ist ja blond. Du hast schon heller. Ist das nicht blond? Das ist nicht platinblond, ne? Hast du doch. Ja, aber es ist so blond wie Heino. Es ist pigmentfrei, würde ich sagen. Nee, es gab doch irgendwie gerade mal dieses Übergrauen über Nacht. Ne, mal Stress irgendwie, ne? Irgendwie traumatische Erlebnisse und am nächsten Tag sind die Haare grau. Und das ist ja wohl irgendwie so ein Phänomen. Genau, Phänomen des Noradrenalin irgendwie, dass die Stammzellen da, ja genau, und überaktiv werden und dann ist direkt kein Farbstoff mehr. Sprichwort, man soll sich keine grauen Haare wachsen lassen. Dauerhafter Schaden. Also der Schaden ist irreversibel, also man hat irgendwie es gibt ja den Sympathikus und den Parasympathikus, ne? Das sind da, glaube ich, diese Nervenbahnen, die dazu gegeneinander so, der andere ist so Kampf und Flucht und das andere ist mehr so Entspannung und Relaxo fit oder so. Und wenn man dieses findet, also Adrenalin wird entweder Adrenalin ausgeschüttet, wenn es um Kampf oder Flucht geht, oder Noradrenalin, wenn es sozusagen wenn es entspannt ist oder so, ne? Wenn, keine Ahnung, Dali läuft oder so und die Toffifee noch nicht alle sind. Aber das heißt, irgendwie ist das wohl angeblich so, dass das Noradrenalin auch dass da die Haare sozusagen diesem Stress, das Noradrenalin ist, glaube ich, das Stressige, ne? Warte mal. Das weiß ich nicht. Also bei uns jedenfalls lag es in der Familie, ne? Bei uns ist das so, dass sozusagen alle, bei uns hat das nichts mit Stress zu tun. Das ist einfach so, dass sowohl mein Opa als auch mein Vater als auch ich schon relativ früh einfach graue Haare hatten. Und dafür aber volles Haar, also kein kreisroten Haarausfall oder so, aber eben die Pigmente ausgehen sozusagen, ne? Und das so hell wird. Aber das ist jetzt, ob es stressbedingt ist, okay, wir haben alle dreimal Stress gehabt, auch mal zwischendurch, aber jetzt in dem Sinne, das kann ja sein, dass das tatsächlich, man sagt, es gibt ja auch diese theoretisch, man hört ja immer diese Geschichten, dass vor irgendjemandem das Haar über Nacht weiß wurde, weil er so sich vor Schreck, kennst du so Geschichten, da hat jemand einen Schreck gekriegt und am nächsten Morgen dann weiß das Haar angeblich. Schwiegermutter, ja.
Ja, sowas in der Richtung. Also ich habe jetzt laut der Süddeutschen ist es hier irgendwie so erklärt, dass die Forscher haben sozusagen versucht, das rauszufinden anhand von Mäusen, von Versuchen irgendwie, und haben dann irgendwie verschiedene Ursachen ausgeschlossen, und irgendwann fanden sie heraus, dass das sogenannte sympathische Nervensystem, was eigentlich mit einer positiven Körperreaktion auf Stress in Verbindung gebracht wird, das Ergrauen verursacht. Also das sympathische Nervensystem als eigentlich positiv besetzt ist, genau, das wird verursacht das Ergrauen. Okay. Diese Nerven bereiten Lebewesen auf gefährliche, also stressige Situationen vor, indem sie unter anderem Adrenalin und Noradrenalin ausschütten. Dies ist auch als Kampf- oder Fluchtreaktion bekannt. Die Hormone bewirken unter anderem, dass sich Herzfrequenz und Blutdruck erhöhen, dass sich der Körper in Situationen, in denen das darauf ankommt, Höchstleistung vollbringen kann. Aber das wohl, es gibt ja auch dieses Wort, das Grau, ob das Grau doch was auch offenbar mit der wirkt Farbe das, Grau doch, das achso, offen, Entschuldigung. Doch ja, offenbar vor den Artikel. Ja, nein, ganz kurz. Ja, das sind nur drei Seiten. Doch offenbar wirkt das vom Sympathikus ausgestellte Noradrenalin auch auf Stammzellen in den Haarfollikeln. Ach so. Ja, sehr gut. Naja, verstehe ich. Ja, und hast du auch also nicht schlecht sozusagen. Also hast du wahrscheinlich also keinen Stress. Auf jeden Fall also eigentlich dürfte ich gar keine Haare mehr haben bei meinem Stress, aber ich habe komischerweise, weiß ich auch nicht, woran es liegt. Also, das ist wahrscheinlich gute Gene. Also, es kann eigentlich, glaube ich, bei mir kann das jetzt nicht stimmen irgendwie. Ich habe so viel Stress. Wie sehen denn deine Familien an? Hast du denn Familienmitglieder, die eine Platte haben? Nö. Ja, also, da liegt es in der Familie. Aber die haben nicht mal graue Haare, oder? Doch, die haben. Nee, die haben auch nicht. Ach ja, stimmt, deswegen vielleicht. Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Weiß man keine Ahnung, ja. Weiß man alles nicht. Ja. Ja, gut, aber. Aber ich habe festgestellt, wenn die Eltern irgendwie eine Platte haben oder wenn der Vater eine Platte hat, ist es meistens so, dass der Sohn auch eine kriegt. Oder dicke Kiste oder so. Ja, das auch. Oder, doch, glaube ich auch. Oder sozusagen Wutanfälle oder sowas, oder? Das gibt's auch, ja. Depression ist ja auch vererbbar, glaube ich, oder? Habe ich den Eindruck. Das oder, könnte eigentlich sein, ja. Verstimmung, so emotionale Verstimmung generell, glaube ich, so, ne? Nee, aber das komisch, das hatte ich irgendwie bei mir, das passt irgendwie nicht. Also es müsste. Nee, du hast es nicht. Das eigentlich müsste ich schon grau sein. Du hast ja so dunkles, lockiges Haar. Dunkles, genau, wie ein 20-jähriger Jüngling. Wie ein wunderschönes Rotkäppchen. Und, kaum Geheimratsecken, kaum graue Haare im Bart. Ja. Urgraue Haare im Bart finde ich eigentlich ganz cool. Also das sieht irgendwie. Ja. Find ich auch bei Frauen, auch bei Damenbart? Bei Damenbart auch. Das ist ungewöhnlich. Ich habe noch nicht geträumt, ich fahre zu Herrenmoden XXL bei Dodenhof, ne? Und geträumt? Ich habe geträumt, ich fahre bei so Herrenmoden XXL, ne? Und die sagen zu mir, ich komme da rein und sage guten Tag, und dann sagen die gleich zu mir, für Sie haben wir hier nichts, Sie müssen in die Herrenoberbekleidung, für die normalen Männer. Du, das war kein Traum. Dann war ich aufgewacht und habe geweint, was gar nicht angehen kann. Oh Mann. Ich bin aufgewacht und hab gleich im Spiegel geguckt und dann wieder geweint. Angefangen. Genau. Wieder geweint, ja. Nee, ich hab, das bringt überhaupt nichts. Weinen? Zum Abnehmen, naja, Abnehmen. Erleichtert zumindest ein bisschen. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass C&A 13 Filialen bundesweit schließen möchte. Oh. Aber ich hab schon geguckt, zu meiner Erleichterung nicht in Rostock. Ach so, bist du der Kunde? Nee, bin ich nicht, aber ich trotzdem möchte ich gerne, dass es da ist. Also ich möchte gerne theoretisch die Möglichkeit haben, halt, zu C&A zu gehen. Sicherheit. Obwohl, ich war schon oft da drin, man findet da eigentlich nichts Passendes. Das ist nur, ich möchte das gerne, dass es da ist. Das ist auch so ein bisschen so eine alte deutsche Tradition, C&A. Und das ist, möchte ich gerne, dass es das gibt. Oh Mann, der Kaffee ist wieder zu stark, ey. Ist zu stark? Musst du mal zwischendurch vielleicht mal. Zu stark. Ein Stückchen Wasser. Guck mal, damit ich nicht ins Herrenoutlet muss, habe ich jetzt mal ein schönes Hanuta auf. So. Ja, willkommen in der Sendung, ne? Danke. Zweite Sendung nach der Winterpause. Ja. Mensch, ja, wie fandst du die letzte Folge? Die letzte fand ich richtig scheiße. Ich habe viel zu viel geredet. Ich sage jetzt erstmal gar nichts mehr. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Mir auch. Aber vielleicht dann auch so. Vielleicht liegt's. Oh ja. Lecker. Klingt aber lecker. Schmeckt so wie vor 40 Jahren. Ja, wirklich? Ja, das ist ja oft aber nicht so, ne, wenn man, ja. Das Rezept nicht verändert. Ja. Ich überlege gerade. Meinst du das Rezept von Ryder oder von Snickers oder so, das hat sich verändert? Von Ryder, geil. Ja, oder von Twix. Meinst du, das ist sozusagen, glaubst du, dass Mars und Snickers noch genauso gemacht werden wie vor 40 Jahren? Ich glaube, die haben einfach, so mal weil Haselnüsse so
teuer geworden sind. Und man immer irgendwie alle 5 Jahre den Anteil reduziert, so sukzessive, oder? Könnte man, wäre eine Vermutung. Sägemehl mit Geschmacksstoffen, so, ja. Könnte sein. Gibt's eigentlich noch Nuts? Kennst du das noch, Nuts? Ja, klar. Gibt's nicht mehr. Das war so eine Art Nougat, ne? Oh, ja, da waren ganz viele, das war so gelb und da waren ganz viele Nüsse drin. Das war so weiß eher, ne? Nuts hat's. Genau, die Verpackung war gelb, aber innen drin war es so, oh ne. Nee, es war braun, war so außen Schokolade. Und ja, aber innen war es weiß. Innen drin waren auf jeden Fall viele Nüsse. Was du meinst, ist Milky Way. Genau, was du meinst, ist Berliner. Nein, gibt's eigentlich noch Milky Way, ja, ne, oder? Sag mal, Alter, warst du länger nicht im Supermarkt oder was? Doch, ich bin da ständig. Also auf Nuts. Nutsriegel. Nuts hat's. Nutsriegel. Und der ist innen, glaube ich, weiß. Nein. Und ein paar Kekse, aber jetzt. Naja, doch nicht. Oder doch, warte mal. Nee. Du meinst, ernsthaft jetzt, du meinst Milky Way oder irgendwas anderes. Der war nicht weiß. Na. Nuts von Nestle. 100 Pro. Gibt es so eine Special, geht ja manchmal so eine Special Edition? Das ist doch noch. Könnte sein, dass es noch gibt. Es gibt ja auch von KitKat manchmal so eine weiße Edition oder von Snickers, ne? Das mache ich auch sehr gerne. Mhm. Ja. Ist du überhaupt Schokoriegel oder ist das nicht so dein Ding? Nein, doch. Nein. Ich esse gerade hier einen scheiß Nutei. Hab ich gerade erzählt. Hörst du mal zu? Und sind da Fußballbilder drin oder nicht so? Nee, hier sind, glaube ich, keine drin. Aber letztens im Nutella-Glas waren irgendwelche Gutscheine für irgendwelche Tassen mit irgendwelchen Namen drauf. Aber nicht deiner, oder was? Nee, meiner war. Mit irgendwelchen Namen drauf? Was ist das denn? Was er denn, wenn ich jetzt Lena heißen würde, würde es passen. Nee, das ist, mein Name war nicht dabei. Aber dafür kriegst du eine Tasse, wo Kevin draufsteht, oder was? Wenn du 12 Gläser dann Nutella kaufst. Ist egal, Hauptsache steht Nutella drauf. Da gibt's immer die Nutella-Typo auf Typo. Und wir haben das Gefühl, das ist so ein bisschen, als wenn man, das kann man so vortäuschen, dass man Freude hat. Hier ist ein Nuts, pass auf, jetzt zeige ich da Kickstarter. Da hast du nämlich einen Nuts-Schokoriegel geöffnet, ne? Und der ist innen weiß. Also viel Schokolade drumherum und innen ist der weiß mit ganzen Haselnüssen. Ja, genau. Achso, dann ziehe ich das zurück. Okay, sorry. Ja, kannst du auch. Jetzt kommt der. Genau, da muss man echt drauf achten. Und kennst du aber noch? Aber ich mochte Snickers sowieso viel lieber. Ich mochte das gar nicht so mit diesen großen Nüssen. Also mehr Kalorien, glaube ich. Ja. Oh Mann. So, was haben wir. Da steht ein Leute. Hupster, was ist denn hier los? Ach so, warte mal. Mein Bürostuhl ist schon so abgewetzt, den habe ich schon so lange. Da sieht man mal, wie viel ich hier arbeite. Ja. Das für ein Bürostuhl, oder? Cooler ist natürlich eine abgewetzte alte Gitarre, dass man sieht, wie viel Gitarre man hat. Hast du eigentlich so einen Perlenvorhang für deinen Rücken? Nee, du? Nee, aber wofür ist das eigentlich? Weißt du, wofür sowas gut ist? Mir hat gerade letztens jemand empfohlen, und zwar so eine Shiatsu-Massagematte. Das soll mega entspannt sein. Und zwar, das muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz erzählen. Für alle da draußen, die uns zuhören und die irgendwie selbstständig sind, ne, so wie Icke oder du, ne? Aber die müssen ja, glaube ich, einen Angestellten haben. Da gibt es von der EU ein richtig geiles Förderprogramm. Da kann man sozusagen Förderleistungen in Form von Unternehmensberatungen bekommen. Und das machen wir gerade. Und das ist richtig gut. Also man kriegt eine professionelle Unternehmensberatung, die sich alle Aspekte der so mal anguckt. Ne? Wie geht es den Angestellten und was machen die den ganzen Tag und wie geht es einem selbst und bla. Und die hat mir diese Shiatsu-Massagematte empfohlen. Shiatsu-Massagematte. Also nur ein kleiner Teilaspekt der Beratung. Also die Beratung konzentriert sich auf so andere Sachen. Also nicht unbedingt auf sowas, aber die wurde mir da empfohlen und die soll wohl richtig durchwalken. So, es gibt so Vibrationsmatten, die eine Tiefenentspannung herbeiführen. Und es gibt halt diese Shiatsu-Matten. Kosten auch nicht viel, irgendwie so 60 Euro, 70 Euro. Ich habe noch keine Erfahrung, aber mir wurde gesagt, dass es sehr, sehr, sehr entspannt sei. Und aus was für Tieren werden die hergestellt? Oder ist das aus kleinen Maulwürfen, die da rumlaufen? Shiatsu hört sich ja so ein bisschen an, als wenn das so Katzen wären aus Japan oder so. Also. Oder kennst du auch noch, was ich von früher noch kenne, ist, dass die Leute sich im Büro immer so ein Keil hingestellt haben, wo sie ihre Füße draufgelegt haben. Kennst du das noch? Nee. Was war auch, kann ich noch mal einbringen, so, das war sowas, da hat man so damit die Füße nicht, glaube ich, so platt auf dem Boden lagen, sondern die wurden dann auf so einen komischen Keil draufgestellt, dass die so ein bisschen kennst du das nicht? Das war auch so ein typisches Büroding früher, so ein
Vielleicht, dass man sich da ein bisschen abstürzt mit den Füßen oder so. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt von Sega Toys, ne, gibt es jetzt Roboterhaustüre, so Plüschhunde und Katzen und Hasen, die Junge werfen können. Sauber. Das ist kein Witz, ne? Also das, das ist ein tolles Spielzeug, muss ich sagen. Und werden dann sozusagen, also die Verantwortung wird dann gleich irgendwie, also das wirkt wie ein echtes Wesen, eine echte Katze. Und die werden dann auch sozusagen, die machen auch Geräusche und so und können dann halt so kleine Kunststücke auch lernen und signalisieren auch, wenn sie Hunger haben und so. Und wenn man keinen Bock mehr auf den Nachwuchs hat, dann kann man den da wieder reinstopfen. Ja, so ein bisschen wie früher die Tamagotchis, ne? Oder aber es geht schon mal Tick weiter, muss ich sagen. Vor 10 Jahren auch schon mal diese komischen Sony-Hunde oder so, ne? Was ich daran nicht verstehe, ist, warum kaufen Leute nicht einfach einen normalen Hund oder eine Katze? Das ist doch eigentlich viel sinnvoller. Also die können, kann man die selber entbinden, da die Welpen, und dann kann man haben die verschiedene Farben, so lila, rosa und hellbraun, und dann gibt es künstliche Zitzen mit Sensoren, und die melden in dem System, dass die Jungen da sozusagen angelegt sind und nuckeln dann, wenn die Töne sind, fröhliches Glucksgeräusche, und die können aber auch fauchen und jaulen. Und, du bist aber sicher, dass es kein Erotikspielzeug ist, ne? Nee, das sind. Und die Welpen kannst du da wieder rein, den kannst du einfach wieder reintun, dann die Nerven und sagen hier. Gibt's wirklich, also es ist kein Witz. Kannst du mal googeln. Nee, ich glaub das sofort. Nee, lass mal. Ich habe schon genug Stress irgendwie. Alles gut. Nee, aber wie gesagt, warum kauft man sich einfach eine Katze, kostet glaube ich 5 Euro oder so, wie wäre es damit? Ja, aber die ist ein echtes Lebewesen und so viel Verantwortung, ne? Die Batterien rausnehmen und dann ins Regal stellen. Ja, ist richtig. Ja, aber hattest du auch einen Tamagotchi früher? Nein. Ich hatte mal einen Tamagotchi und da habe ich, weil das gestorben ist, habe ich dann auch gedacht, so scheiße, was bist du echt für ein Arsch oder so. Ja. Also verantwortungsloser Mensch. Wirklich, das ging mir wirklich ganz schwer ab da irgendwie. Das war nur so ein Plastikding mit so 8-Bit irgendwie und so 8-Bit-Geräuschen und so Pixeln. Und das Ding, das war so ein Küken, glaube ich. Und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, darauf rum aber zu füttern und die Kacke wegzuräumen, und dann ist es gestorben. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, dass du sowas hattest. Ja, das habe ich glaube ich nicht erzählt. Das hast du für dich behalten, ne? So wollen wir mal anfangen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Oh. Wir sitzen anscheinend nur vorm Fernseher, oder? Man sieht immer die Flimmerkiste machen. Ne? Hast du denn was gekickt? Ich habe was gekickt. Ich wollte noch mal kurz meine Die Hard-Serie zu Ende bringen. Ich hatte beim letzten Mal von den Teilen 1 bis 3 erzählt, und jetzt bin ich bei Teil 4 und 5 gelandet. Später Nachklapp. Einmal 2007 und einmal 2013 hat sich, wie heißt er? Bruce Willis. John Willis nochmal als John McClane verkleidet. Genau, und stirbt langsam im vierten Durchlauf. Der hieß übrigens ganz martialisch Live Free or Die Hard. Da ist also 12 Jahre später, da geht's um so Entwickler-Nerds, die halt so in Amerika die Macht an sich reißen und die Medienmacht an sich reißen und sozusagen das ganze Land erpressen mit dadurch, dass sie sozusagen sich die Netzwerke aneignen, die Stromnetzwerke boykottieren und also die Medien und so weiter und so fort. Und also das war so ein bisschen damals wohl so die Furcht vor dem großen bösen Internet. Und zum Glück gibt's aber dann eben John McClane, der dann das Ganze wieder in Ordnung bringt und sich dann eben mit diesen, mit den Nerds so anlegt und dann alles Mögliche, also tolle Sachen wieder macht. Zum Beispiel berühmte Szene mit so einem Leihwagen in einen fliegenden Hubschrauber reinkracht. Hey. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene noch. Ein Leihwagen, zum Glück nur ein Leihwagen. Ist in dem Fall ein Leihwagen, habe ich mir extra aufgeschrieben. Und dann in so einem Autobahntunnel auch spazieren geht also ganz gefährlich. Und dann gibt's noch so eine asiatische Nahkämpferin. Also natürlich sind IT-Nerds sind ja meistens auch Asiaten, zumindest dann im Kino gewesen immer. Und dann die eben mit so einem Geländewagen zusammen in so einen Aufzugsschacht reinstopft. Und also der Film ist eher so ein toller Actionfilm, kann man schon sagen. Und eigentlich ganz gut. Also galt damals als synthetischer Aufguss von der Serie. Ist aber eigentlich ganz gut. Das kann man leider nicht behaupten von dem letzten Teil. Der ist ganz furchtbar. Das ist nämlich der fünfte Teil von 2013, also relativ frisch. Und da verreist John McClane nach Moskau.
um dort seinen Sohn zu unterstützen. Der ist nämlich in Not geraten und dabei stellt er dann eben fest, dass der Sohn in Wahrheit ein ganz toller Geheimagent ist, der so auf so einer Atommission unterwegs ist. Also genau, also ganz der Vati eigentlich, kann man sagen, ne? Das klingt nach Taken 24 Hours. Ja, ja, genau, so ungefähr geht das auch ab. Und in der ersten halben Stunde ist es halt so, dass die kreuz und quer durch Moskau fahren, über den Moskauer Ring, diese berühmte Autobahn, mit dem, wo immer Stau ist. Und eben reichlich Blechschaden, also richtig schöne Actionsequenz, eine halbe Stunde lang, macht die Spaß. Das Problem ist, dass der Rest des Films halt dann wirklich furchtbar wird. Also ganz, also ein Mix aus Naivität und Kuddelmuddel. Es geht um irgendwelche Atombombenteile und dann fahren sie mit dem Auto nach Tschernobyl. Das, da denkst du, du traust deine Augen nicht. Plötzlich fahren sie dann mit dem Auto, also mit so einem Mercedes. Ich habe mir jetzt auch, ich hatte auch so die Annahme, dass das woanders ist, Tschernobyl. Also in, jedenfalls in dem Film A Good Die to Die Hard von 2013, ist das mit dem Mittelklassewagen von der Moskauer Innenstadt aus in einer halben Stunde zu erreichen. Und dementsprechend ist das, dann ist es eben also ganz furchtbar. Also überhaupt, dass sie das Thema Tschernobyl nehmen, um für so einen schwachen Actionfilm, das war schon ganz schön bitter so. Und das ist also jetzt bisher der letzte Teil und ziemlicher Offenbarungseid, ja. Da müssen wir leider mal drüber reden, so falsch das Stichwort falsche Ausfahrt nehmen. Genau. Nee, das war schon. Also kannst du nicht erzählen, Teil 5 ist scheiße und die anderen sind Teil alle 5, geil. Die sind alle gut. Und Teil 6 Teil 1 ist bis 4 geplant. Kann man sich geben. Teil 6 ist, weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken, aber das ist also, bisher nicht. Ich habe jetzt auch wieder auf Sky einen ganz schlechten Film mit ihm gesehen. Irgendwie, der wird ja auch nur eingekauft als Name sozusagen, spielt nicht mal die Hauptrolle, wird aber dann fett gefeatured überall. Ist ja wirklich auch nicht mehr ganz frisch so, ne? Also auch so optisch, ne? Ich habe die Handlung irgendwie, also wirklich eindimensional, irgendwie ein Handlungsstrang und ganz schwache Schauspieler und schlechtes Drehbuch, wenig Budget, also ich weiß nicht, der macht doch, glaube ich, mittlerweile auch viel noch fürs, das nehmen wir nochmal eben mit, so ungefähr, ne? Also. Der macht jetzt alles, ja. Der räumt nochmal ab. Das sind irgendwie, gibt's ja auch ein paar andere Kollegen, die wahrscheinlich irgendwie zwischendurch nochmal. Robert De Niro. Zum Beispiel. Meinst du? Ach, stimmt. Natürlich. Ja, stimmt. Robert De Niro, das ist ja noch viel dramatischer, weil, okay, Bruce Willis, da habe ich jetzt auch nicht so eine große Erwartungshaltung gehabt. Der räumt halt jetzt nochmal jetzt das Kleingeld ab, ne? Aber Robert De Niro, dass der sich auf so eine schräge Ebene begibt. Also Ugly Dad, ne? Oder Grandpa. Ach, das ist ja noch nicht das Schlimmste. Das ist ja nicht das Schlimmste. Der spielt in ganz vielen mittelmäßigen Actionfilmen jetzt mit und er steht da immer so mit unbewegtem Gesicht im Hintergrund und raucht eine. Der Joker zum Beispiel. Spielt er da auch mit? Ja, ja, der spielt diesen Showma, Quizmaster da. Aber er hat auf jeden Fall auch jetzt schon jede Menge so B-Movies gemacht. Also Actionproduktionen, die eigentlich nur auf Amazon Prime laufen, glaube ich. Oder auf Netflix, weiß ich nicht. Und das ist schon ganz schön bitter, muss ich sagen. Also das, okay, er will halt, ich finde das ja auch verständlich, klar, er will noch ein bisschen arbeiten, es macht ihm wahrscheinlich einfach auch Spaß. Aber das ist weit entfernt von seinen guten Zeiten. Also das muss man schon mal besser so sagen. Besser als den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen. Und, ja, ist kein Scherz, ich glaube, das ist Serie. Es. Ja. Ich glaube, das ist es. Einfach ein bisschen an die frische Luft kommen. Ja. Ich habe ja ganz viel durchgebinged und zwar The Witcher, ne? Auf Netflix. Ja, erzähl mal. Ich hab's wirklich irgendwie im Schnelldurchlauf geguckt. Worum geht's denn da? Eigentlich ist es ein Videospiel, ne? Es geht irgendwie, es ist ja eine Adaption von einem Videogame, The Witcher. Und es geht um einen, frag mich, es geht um sozusagen einen Hexer oder was, der so übermächtige Kräfte hat, der sich so irgendwie einmischt in irgendwelche, also das Game of Thrones sozusagen mit ein bisschen Mystik, ganz wenig, so ein bisschen Fantasy ist er dabei, ein bisschen so, also der Anfang ist halt so eine, fängt schon, also der Anfang ist sehr geil, die ersten zwei Minuten sind ganz cool, weil er da irgendwie so ein Wasserwesen besiegt mit seinem Schwert irgendwie, ne, was irgendwie aber acht Arme dann irgendwie spinnenähnlich aus dem Moor raushüpft und dann irgendwie so einen epischen Kampf davor und dann geht die Story los und er reitet dann irgendwo hin und trifft Leute und wird kämpft irgendwie mit Zauberern oder ich hab die Story gar nicht ganz verstanden, weil ich es wirklich nur durchgebinged habe, ne, auch mit ein bisschen Vorspulen, weil es mir ein bisschen zu langweilig war. Also ich kann diesen Hype nicht ganz verstehen. Ich muss auch ehrlich sagen, Game of Thrones war irgendwie auch ein bisschen zu lang und vielleicht auch ich habe auch dann am Ende nichts mehr verstanden. So richtig, der Schluss war ganz furchtbar und The Witcher hat mich überhaupt nicht umgehauen, fand ich irgendwie, also optisch fand ich es okay. Wenn man schon mal, Fantasy ist macht, ist dann das, musst du auch ein bisschen Diesel, mehr. Ist das Vin Diesel oder wer ist das da, der die Hauptrolle spielt? Ist das so ein Glatzkopf oder kann das sein? Vin Diesel, nein. Ich habe nur mal dieses Bild gesehen, wo so ein Typ mit Glatze da irgendwie...
Okay, egal. Ist kein bekannter Darsteller, oder? Warte mal eben, das muss ich mal kurz gucken, weiß ich überhaupt nicht. Also Vin Diesel. Ist okay. Ich weiß es nicht, ich frage ja nur. Egal, hat dich nicht beeindruckt jedenfalls. Nee, also das ist sozusagen, genau. Er will irgendwie kämpft gegen Magier für irgendwelche Königreiche und ist bestimmt irgendwie. Es gibt also erst eine Staffel mit 8 Folgen und könnt ihr gerne mal reinschauen, aber ich habe mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich bin noch jetzt nicht so ein Fantasy-Freak irgendwie und es gibt auch so eine World of Warcraft-Verfilmung, ne? Die aber auch nicht so geil war. World of Warcraft. Ja. Ach so, das ist ja ganz schrecklich. Ja, ja. Also ja. Henry Cavill spielt den Geralt. Ach so. Geralt übrigens, ne? Den Geralt von Riva, das ist sozusagen der Witcher. Und dann gibt's noch Cyrilla Fiona, Alan Rhiannon. Ah nee, Freya, warte mal, ist hier irgendein bekannter Schauspieler? Ich kenne gar keinen. Nee. Lars Mikkelsen, nee. Ja, Lars Mikkelsen oder Mats Mikkelsen? Lars Mikkelsen. Das okay, ist Lars. Wer ist Lars? Ist das sein Sohn oder was? Nee, ja, wahrscheinlich. Das ist so ein Namensvetter. Okay. Nee, der spielt, also ich sehe jetzt überhaupt keinen bekannten Namen. Mahesh, ja du, Australien, nee. Also hat mich nicht umgehauen. Dann habe ich noch geguckt, Picard, ne? Das ist ja die neue Serie für die Star Trek sozusagen. Serie. Auch auf Amazon Prime, ne? Das große Schlachtschiff im Augenblick. Hat auch so einen Rekord gebrochen, genau. Ne? Nämlich die meisten, erzähl du. Nee, weil ich irgendwie, viele haben mir das empfohlen und ist, glaube ich, auch ganz neu auf Netflix und das hat mir gut gefallen. Also, dass da irgendwie die Schauspieler sind, also diese, wer ist das, Patrick Stewart und so, die sind alle noch dabei, auch Data ist noch dabei. Es geht sozusagen diese Fortsetzung des Kinofilms von Star Trek Nemesis irgendwie. Und das spielt im Jahr 2399 und Jean-Luc Picard ist mittlerweile Admiral außer Dienst und hat die Sternflotte da verlassen vor 15 Jahren und hat so Flashbacks und trifft da auch irgendwie so mit Menschen, die ihn angeblich kennen und aufsuchen und kämpft gegen, also es entwickelt sich dann eine böse Macht. Also ich glaube, wie heißen die mal die üblichen Feinde nicht die Orks. Borgs, die Borgs? Nee, warte mal. Doch mit die B, oder kann das sein? Ah, verdammt. Ja, ich hab's vergessen. Sind das nicht die Borgs? Die Romulaner oder so. Ach so. War das nicht die Romulaner? Die Romulaner kann auch sein, ja. Die Remulada. Ja. Jean-Luc Picard sitzt in Frankreich, baut selber Wein an und genießt das Leben, hat immer noch so ein bisschen so Flashbacks und so von früher und dann wird er kontaktiert von einer jungen Frau, die sozusagen Hilfe braucht und die verfolgt wird und ich bin überhaupt kein Trekkie. Bist du ein Trekkie? Ich nicht so. Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Und, aber es ist gut gemacht, aber geile Bilder, also wirklich geil gemacht, irgendwie sieht super aus und Data ist auch noch, sorry, wenn ich unterbreche, aber Data fand ich immer ein bisschen komisch, das ist ja dieser Android oder was ist das, ein Roboter oder was? Der lebt da auch noch und aber also ich fand's gut immer so, ich habe es zwar nicht viel verstanden, ich guck's halt nochmal. Die ersten, also ich wurde jedenfalls von mehreren Leuten darauf angesprochen, die irgendwie das, wo ich dachte, hä, was wollt ihr jetzt von mir irgendwie, und ja, Picard wird doch jetzt auf Amazon Prime und so. Ich finde das ehrlich gesagt super uninteressant. Ich fand auch diese ganze Star Trek Krempel finde ich super uninteressant, aber du kennst mich ja, Star Wars alleine finde ich schon Star Wars schlimm, richtig ganz geil, schlimm. Ne? Also was halt die letzten 20 Jahre passiert ist, grauenhaft, ne? Ja. Auch vor allem der letzte Film jetzt und so, egal. Den habe ich im Kino gesehen. Ja, aber Picard, auch so ein Wichtigtour, ey. Ja. Ich meine, ist wirklich kein besonders begabter Schauspieler, würde ich sagen. Aber ich weiß, dass es... sieht aber cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ja, und ich weiß. Und er hat das ja jetzt auch nur weitergemacht, weil die ihm versprochen haben, dass das jetzt so eine Charakterstudie wird. Und wie jede Folge ist so ein, wie so ein französischer Problemfilm. Also deswegen hat er es jetzt weitergemacht, der Honk, ey. Also Patrick Stewart, ne? Und ist ein ganz wichtiger, wichtiger Typ. Also, und man darf gespannt sein. Jetzt, ich hab's nur so gehört und ich weiß, dass das, glaube ich, ein Download-Rekord war. Ich glaube, 100 Millionen Downloads gleich oder so, die erste Folge. Downloads oder Streams, meine, das müssen ja oder Streams. Naja, also die, dass sich auf Amazon Prime halt eingeguckt haben. Ne? Darf man nicht verwechseln. Na gut, okay. Also bleib mal dran, ne? Ich bleib dran. Schön, dass du mir das gerade wieder so madig gemacht hast.
guckst du vielleicht doch nicht weiter. Tut mir leid. Vielleicht guckst du doch nicht weiter. Nein. Doch, aber ich finde das. Ist doch gut, wenn so ein älterer Mann mit Glatze in so einem engen Anzug rumläuft. Aber weißt du, und durchs Weltall reist. Der Lego The Movie, ne? Playmobil, sozusagen, der Playmobil-Film, ne? Ich wusste gar nicht, dass es einen gab. Hast du das mitbekommen? Es gibt jede Menge, oder? Es gibt jede Menge von diesen Filmen. Lego gibt es irgendwie schon zwei. Ach so, Lego, sorry. Aber Playmobil gibt es einen, und der ist so mehr derbe gefloppt angeblich an den Kinokassen. Und der Trailer, also wenn man jetzt das sieht ja natürlich aus wie so ein Verkaufsvideo. Ich habe mir den Trailer mal angeguckt, und weil ich darüber gelesen habe, dass es wirklich irgendwie völlig unterm Radar gelaufen ist und vielleicht, also wahrscheinlich auch eher Anti-Werbung war, wobei ich ja eher so ein Playmobil-Typ war, früher als Kind, und nicht so ein Lego-Mensch, so wie du. Oder nee. Hast du den bist du so ein Lego-Typ mehr? Ich war so ein Playmobil. Ich hatte leider auch ein bisschen Playbig, ich habe es immer gemischt. Die waren ja dreimal so groß, Digga, die hatte ich auch. Ja, die waren auch so ein bisschen billiger. Ich habe immer das Playbig und habe ich gemischt. Nee, Big Jim, jetzt passt dann. Aber bei Playbig konnte man die Füße bewegen. Stimmt, dass die standen so scheiße auf dem Teppich. Die konnte man, die kleinen waren, die fielen nämlich immer um, die Big Playbig-Figuren. Ja. Und aber Playmobil, ich habe immer die Theorie gehabt, alle, die mit Lego spielen, die werden sozusagen so technikaffin, und alle, die mit Playmobil spielen, wo man nicht noch erst irgendwas bauen muss, die behandeln mehr so die sozialen Probleme im Leben. Ach so. Oder die sozialen Aspekte. Und ich hatte übrigens Fischertechnik. Was bin ich dann? Da bist du auch so ein richtiger, so ein Technik-Freak, eigentlich mehr Es war alles grau, Fischertechnik. Aber da konnte man so kleine Autos bauen und sowas. Ja, die sahen auch voll scheiße aus, weiß ich noch, hatte ich auch mal. Fand ich nicht gut. Fandest du das gut? Hast du Spaß gemacht? Teilweise. Oder hattest du auch mal so einen Märklin-Metallbaukasten? Nee. Kenne ich aber auch noch. Hast du gar nicht gehabt? Ich hatte mal eine Märklin-Eisenbahn. So ein Oval, da hat mir jetzt zum Herz nicht gereicht. Aber Playmobil-Film ist auf jeden Fall irgendwie, sie sieht nicht so saftig aus wie jetzt der Lego-Film. Weil der erste Lego, The Movie, der war ja, hat nicht einen Golden Globe gewonnen, ich weiß nicht. Also ich habe den ja geguckt irgendwie, weil er auf Sky lief und dachte, okay, guck's mal rein. Und er war richtig geil, ne? Also ich muss sagen, der war gut gemacht, die Musik war super, die Story war geil. Es geht ja darum, dass irgendwie so einen bösen Typen, und der hat irgendwie so eine, was auf dem Rücken, so ein Paket irgendwie, so die Superkraft, ne? Und alle kämpfen gegen ihn, und das Lego wird immer, alles wird irgendwie fantasievoll da irgendwie auf und abgebaut, und es ist echt geil, also wirklich toll gemacht, irgendwie man kriegt wenig Luft wenig Zeit zum Atmen, weil man es wirklich so voll ist mit Effekten. Und am Ende stellt sich raus, dass der Böse mit der alles sozusagen einfrieren kann, das ist der Böse, der hat die Klebetube auf dem Rücken. Und das spielt dann irgendwann, kommt der Cut irgendwie, man ist im wahren Leben, die Kinder spielen mit Lego und spielen gerade zusammen das, was man da im Film gesehen hat, sozusagen nach. Und der Vater ist derjenige, der sozusagen der Böse, der mal alles zusammenklebt, damit man das nie wieder auseinanderbauen kann. Und das ist natürlich eben nicht im Sinne von des Herstellers, ne, weil die natürlich wollen, dass man viel Fantasie aufbringt und nicht irgendwie was baut und zusammenklebt und ins Regal stellt. Und der Böse ist halt dann der mit der, also das war auf jeden Fall gut gemacht und spannend inszeniert, und das ist bei Playmobil wohl nicht so funktioniert, weil das wohl auch keine Amerikaner produziert haben. Amerikaner haben das produziert? Ich glaube bei Lego, ja. Ich glaube, der Lego-Movie war, glaube ich, und da war ja ein Wahnsinnserfolg, ne? Also ich glaube, das hat auch mal richtig reingehauen. Und hast du denn nebenbei auch deine Lego-Burg aufgebaut? Habe ich ja nicht. Ich habe ja gar nichts mehr. Es ist ja alles irgendwie sozusagen auf dem Flohmarkt gelandet. Ja, genau. Ja. Naja. Kann man sich ja wieder nachkaufen und dann rumschwelgen oder so. Kannst du wieder nachkaufen, genau. Ja. Ja. Ich hab auch jetzt vor kurzem gehört, so eine Sendung im Radio darüber, was da jetzt alles produziert wird von Lego und diese ganzen Autos, die man sich da bauen kann aus 3000 Teilen und so. Ne? Und dass das offensichtlich sich jetzt tatsächlich an so eine ältere Zielgruppe richtet. Das ist also die Zielgruppe der 40- bis 60-Jährigen, die das dann sozusagen so als Kindheitserinnerung hat, ist auch eigentlich viel zu teuer, um das für Kinder zu kaufen. Und die sitzen dann da halt 2 Monate und bauen sich da ihr Auto zusammen. Ne? Und keine Ahnung. Aber die baust du nicht mal auseinander, oder? Nee, also ich glaube auch, das musst du ja dann auch nebenbei nach Feierabend machen und keine Ahnung, da hast du, glaube ich, keinen Bock mehr. Ich vermute, du baust das zusammen und dann kommt es ins Regal und fertig. Gut, aber der Lego-Movie ist auf jeden Fall voll irgendwie, der hat fast eine halbe Milliarde Dollar eingespielt. Ja. Und war für einen Oscar nominiert, der beste, also eine Oscar-Verleihung 2015 wurde, er war nominiert für als bester Filmsong. Und er hat eine Golden Globe-Nominierung, bester Animationsfilm.
Und gewonnen hat er, glaube ich, nichts. Nee, Nominierung. Hm. Mhm. Ich freue mich dann jedenfalls auf den Märklin-Metallbau-Film. Also das wird sicher geil. Der wird bestimmt geil. Nee, ey, das müsste man wirklich mal machen, ne? Die beiden Jungs da in Hamburg, ne? mit den Körperwelten, hätte ich fast gesagt. Wie heißt das? Miniaturwelten, ne? Wie heißt das? Ja, das hat mit Märklin-Metallbau nichts zu tun. Du meinst jetzt Ach, nee, Entschuldigung, Eisenbahn. Das, ich dachte, wir bei Eisenbahn. Märklin-Metallbau, das waren so eine, da konntest du so, das war völlig abstrakt. Das war sozusagen Fischertechnik im Quadrat. Weißt du das nicht mehr? Das waren so Teile, so Metallteile, die hatten alle so zehn Löcher drin. Mhm. Da konntest du irgendwelche Sachen zusammenschrauben. Furchtbar. Es war so kaltes Metallzeug und ich, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, wofür das gut war. Märklin also war ja mal insolvent, genau wie Schießer, irgendwie, wo man sich fragt, warum, also bei Schießer, aber bei Märklin, wieso Schießer, ich hab das dafür gekauft. Bei Märklin, das hat er jetzt total, aber hat das, ist bei Märklin nicht, ist das nicht durch diese Miniaturwunderwelten da jetzt irgendwie, oder Miniaturwunderland, was ja ständig in den Medien ist, ist das doch wieder ein Thema oder so, ne? Irgendwie ist das bestimmt. Genau wie, also ich habe auch den Eindruck, dass so Serien, ne? Sind wir eigentlich noch im Serienkategorie? Weiß ich gerade gar nicht. Gleich mal ausschalten. Aber bevor wir das ausschalten. Ja, Moment, hast du eigentlich jetzt mehr, hast du denn mehr Feinripp oder was hast du da gekauft? Nee, ganz normal, was ganz flott ist, so mit Boxer und so. Und wir müssen einfach die Kategorie zu machen, wir verhaspeln uns hier gerade. Ja, ich zumindest. Und nee, aber ich habe den Eindruck, so kulturphilosophisch, dass die Leute jetzt irgendwie keinen Bock haben auf Trump und Brexit und Klimawandel, AfD und so ein Scheik und ne, und Polarschmelze, lass ich was da, wie nennt man das? Polarschmelze. Polarschmelze, genau, dass die Leute da einfach keinen Bock mehr haben auf Polarschmelze und sagen, jetzt mache ich mir einfach schön mal The Witcher an oder Picard oder ich baue mal Lego zusammen oder ich baue, das lenkt mir, das beruhigt mich oder ich fülle mein Mandala aus oder ich mach meinen Märklin-Metallbausatz, weil das, glaube ich, irgendwie... Es gibt doch jetzt auch wieder ganz viele so Malbücher für Kinder, für Erwachsene, ne? Ja, klar. Das gibt es ja schon lange. Ja. Ich war in Frankreich auf dem Markt irgendwie und da gab es dann eine ganze Bude voll mit diesen Bildern. Ja. Kannst du alles schön kolorieren. Ja. Soweit bin ich noch nicht. Ich mache mal die Flimmerkiste zu, sonst kurz hier würden wir verrascheln wir uns hier irgendwie. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So. Hallo? Ja, bin da. So, ihr da draußen, wir waren ja fleißig in der Zwischenzeit zumindest. Ja, richtig fleißig. Ja. Und wir haben auch schöne neue Trailer. Na, dann zeig doch mal. So, ich mach mal einen an hier. Hallo ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, nix muss, ne? Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last Exit Online nach dem Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne mal rein, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die Knacker stehen wie eine Eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo. Und der Flaukuchen ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus Eberswalde. Ja, das war der Swingo. Swingo. Der macht Sachen. Aber das war jetzt kein Trailer, das war doch was Privates, oder nicht? Finde ich auch. Ja. Ich glaube, das war ganz schön doppeldeutig. Entschuldige mich. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Tut mir sehr leid. Hm. Hast du den Trailer ich sehe lauter. Das ist doch kein Trailer, das war jetzt eine private Geschichte irgendwie. Hm. Na gut. So, was ist denn hier los? Hast du da? So, nee, Entschuldigung, ich will gerade die Aufnahmeleiter hat gerade. Hat sich beschwert? Nee, alles. Wollen wir was Neues über Anthrax erzählen? Hast du was? Ja. Ja, dann ja. Alles über Anthrax, das Fernsehen für True Metalheads. Massenhaft mega harte Killer-Lieds und ultra brutale Kundenschläger. Keep it heavy and bang your fucking head. Jetzt mit Ass-Kicking Art und Evil Eckhart auf Last Exit Adana. So, Evil Eckhart, was hast du jetzt wieder
Ich habe was noch was für dich, und zwar im Januar, da gab es ja das alljährliche Dime Bash Festival in Amerika. Das ist so ein Kollaborationskonzert, wo sich so das Who and Who der Metal-Szene trifft, und zwar unter anderem, um eben den verstorbenen Dimebag Darrell zu ehren, ne? Und Dimebag Darrell, ja. Dimebag Darrell, sorry. Ja, wie auch immer, ja. Genau, genau, und Dave Grohl war dabei, Scott Ian, Frank Bello und Charlie Benante, also fast die gesamte Anthrax-Crew waren mit von der Partie. Dieses Mal im Januar und ja. Wie heißt das Festival? Nochmal eben, ganz sorry. Dime Bash. Dime Bash. Dime Bash Festival gibt es jedes Jahr. Echt? Das und wusste ich nicht. Genau, und dieses Mal zum ersten Mal ohne Vinnie Paul. Vinnie Paul ist. Der ist gestorben. Ist der nicht auch gestorben? Das ist nämlich genau. Nein, das stimmt. Das wusste ich gar nicht. Ja, der ist auch gestorben. Ja. Fuck. Und zwar im Juni 2018 an einem Herzinfarkt. Mhm. Und zwar erweiterter Herzmuskel und Arteriosklerose. Daran ist er gestorben. Ja, also da gibt es jetzt ebenfalls von diesem Dimebash-Festival mit schwerpunktmäßig Anthrax und Dave Grohl. Dave Grohl ist ja überall dabei, ne? Also gibt es jedenfalls jetzt so jede Menge Videos, die man googeln kann. Und, ja, das war das. Also, ne? Das heißt, es ist nur noch Phil Anselmo lebt noch, ne? Und das ist der hat sich ja auch nicht, sag du's. Der hat ja schwere Probleme, glaube ich, so, ne? Weil das, was ich da so höre, ist immer alles sehr durchwachsen. Also das, Hat der nicht irgendwie auch Hitlergruß und so? Genau, der äußert sich immer ganz merkwürdig. Irgendwie war da doch White Power und ähnliches. Ja. Also, ich meine, Pantera war ja nun eine der geilsten Bands ever, und ich wusste gar nicht, bis zum Tod von Dimebag Darrell, der ja dann erschossen wurde von einem Pantera-Fan irgendwie. Was in Atlanta oder so, wo er dann mit seiner anderen Band gespielt hat. Weil Pantera gab es ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, und das war irgendein, glaube ich, irgendein GI oder sowas, der psychische Probleme hatte, mit der Schrotflinte zur Probe gekommen ist. Ja. Ich glaube, der Soundcheck oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Aber das heißt, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass irgendwie alle über Gene Simmons und alle möglichen geilen Musiker ihn auch genauso angehimmelt haben wie wir Fans so. Also, weil der einfach Next Level Shit irgendwie, was er an der Gitarre da vollbracht hat, ne? Das war einfach heavy, genial. Ja. Und die ganze Musik lebte ja auch von ihm, okay, und ich will nicht sagen, dass Phil Anselmo jetzt irgendwie ein schlechter Sänger ist, ne? Das war einem überhaupt nicht. Nee, aber. Aber danach ging es halt echt bergab. Ne? Und ich glaube, Phil Anselmo hat doch irgendwie auch tierische. War das nicht irgendwie mit seinem ganzen Magenproblem, dass er immer ständig auf irgendwas nehmen musste, damit er sich nicht mehr. Naja, irgendwie war das alles ziemlich negativ. Aber dass der sein Bruder gestorben ist, natürlich voll Scheiß. Genau. Da war jede Menge Probleme im Spiel. Ne? Also dann gibt's noch eine andere Geschichte, ganz positiv. Scott Ian und seine Ehefrau Pearl Adey feiern ihren 9. Hochzeitstag. Und zwar haben die 2009 schon. Der ist auch schon fast 16. Genau, haben die 2011 ein gemeinsames Kind gekriegt und 1999 geheiratet. Kennengelernt, das fand ich ganz interessant, haben die sich auf der Maximum Rock Sommertour mit Mötley Crüe. Die haben nach 10 Jahren erst geheiratet, nach 11 Jahren erst geheiratet. Die haben. Nee, Moment. 1999 haben die sich bei der Maximum Rock Tour mit Mötley Crüe kennengelernt. Mhm. Da war sie nämlich Backup-Sängerin von Mötley Crüe. Seine jetzige Ehefrau. Und dann haben die 2011 ein gemeinsames Kind gekriegt, das heißt Revel Young Ian. Na, sowas. Also Scott Ians Kind. Mhm. Genau. Wo ich gestaunt habe, dass der so spät geheiratet hat. Das ist ja sicher auch schon 60, oder? Also, gut. Scott Ian, kommt ja schon. Ja, der ist auch schon ein älterer Herr. 2011 das Kind gekriegt, mein lieber Scholli. Mhm. Na gut, dann ist er ja 80, wenn das Kind 18 ist. Also gut. Ja, wie auch immer. Scott Ian ist 63 geboren. Ja, das ist ja jetzt sozusagen. Okay, das. Ja. Aber er hat sich auch gut gehalten. Also, das macht ja einen sehr fitten Eindruck, und insofern passt das ja vielleicht. Am 31. Dezember. Guter Geburtstag. Ja, fast wie bei dir, ne? So ähnlich. Fast. 3 Tage später. Genau. Ja, gut. Ja, gut. Das war's. Mehr habe ich nicht. Ja, einen schönen Tag noch. Das war alles über Anthrax. Aua. Da ist wieder runtergefallen. Ja. Die alte Vase von Mutti. Wollen wir jetzt gleich weitermachen? Wir haben ja so viele Kategorien heute. Ich habe ja was zu lesen. Oh. Ich habe ja was gelesen. Irgendwie. Ehrlich? Aber mehr so ein Comic. Schmökerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen,
nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Unsere Schmückerecke. Was hast du denn gelesen? Ich hab ein tolles Buch entdeckt, und zwar bei Grober Unfug, ne, in Berlin. Ja. Das kennst du aus 70er, dieser Comicladen, den gibt es in Kreuzberg da. Ja. In Bergmannstraße da, die Ecke. Und dann gibt es jetzt eine zweite Dependance da in Torstraße. Grober Unfug, da habe ich ein Buch entdeckt, und zwar Black and Proud, vom Blues zum Rap. Das fand ich total geil, super geil aufgemacht, dass jemand einer schwarzen Frau irgendwie, klappt das so auf und hat dann sozusagen so ein so ein ausgeschnittenes Bild irgendwie, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, und das ist von zwei französischen Autoren irgendwie und Comiczeichnern, die haben das ganze Buch entwickelt, und es geht halt von der Entstehung der amerikanischen Musik bis zum Rap bis heute irgendwie, von Hervé Bourgeois und Bruno. Bruno, ja, vor allem. Nur Bruno. Kostet satte 30 Euro. Aber ich fand es so geil. Also sozusagen, also komplett bebildert, ist mit meist schwarzen Abbildungen. Bist du noch dran? Ja, ich bin nur kurz meine Husttaste eingeschaltet. Also es ist für jemanden, der auf afroamerikanische Musik steht, irgendwie auf Soul, auf Funk, auf Jazz, auf Blues und so, der findet es, und Disco und so weiter, finde ich das richtig geil. Also es ist sozusagen immer so kleine Jahreszahlen mit verschiedenen Geschichten dazu, zum Beispiel dass irgendwie das erste Mal das Wort Gospel wurde 1894, naja gut, 74 erwähnt, das ist jetzt nicht so spannend. Sozusagen, dann gibt es hier die 20er Jahre, Bessie Smith und Louis Armstrong, St. Louis Blues, die haben sozusagen da angefangen, da gibt es das erste Label, das erste von Schwarzen gegründete und geführte Plattenfirma, die Firma hieß Black Swan Records, war ein Riesenerfolg irgendwie, das war damals ja noch verkauft unter Race Music, ne, also es war sozusagen Rassenmusik, die haben ja echt schwer, also auch in jeglicher Hinsicht schwer kämpfen müssen, sei es im Sport, sei es in der Musik irgendwie. Und es geht dann halt irgendwie weiter über so die Emanzipierung irgendwie von über Nat King Cole, dann haben wir hier Billie Holiday, immer verschiedene Protagonisten, die so hier aufgeführt werden. Also es sind aber so kleine Anekdoten immer. Und ja, das geht halt dann über Little Richard bis hin zu Supremes, bis hin zu Stevie Wonder und dann bis zum Hip-Hop. Und das Letzte ist jetzt sozusagen aktuell, sind jetzt die ganzen Future Soul Artists, wie jetzt sag schon hier Kendrick Lamar und Lauryn Hill ist ein bisschen, also aber bis zum heutigen Hip-Hop sozusagen. Und es ist super geil bebildert. Und es hat immer ganz viele kleine Geschichten und Anekdoten zu jedem Thema. Fand ich sehr geil. Also es kann ich empfehlen. Black and Proud vom Blues zum ich bin da nur fasziniert, weil ich das Thema so geil finde. Sehen das nicht so. Ich wollte dir auch gerade schon wieder die Scherzfrage stellen, ob Jimi Hendrix auch drin vorkommt, aber das ist ein alter Gag, den muss ich ja nicht wiederholen. Der ist echt alt, aber der ist immer noch gut. Ne? Ja. Und du bist ja sozusagen Fachmann, ist das denn... Und alles, was mit afroamerikanischer Musik zu tun hat. Oh Mann, ey. Ja, also, und bist du denn, du hast sozusagen das Gefühl, dass das alles professionell dargestellt, ja? Und so, ich habe das teilweise, ja. Ja, ich, wie gesagt, das ist immer Volltreffer in meine kleine kulturwissenschaftliche Seele da, deswegen habe ich das mal rausgepickt, weil ich lese ja keine Bücher ohne Bilder mehr. Deswegen dachte ich, kaufe ich das jetzt mal hier. Sehr schön. Hört sich gut an. Hast du denn auch was? Ja, ich habe auch so einen Backstein hier, und zwar ist das ein Buch aus England, und zwar von Kevin Grant, Any Gun Can Play, The Essential Guide to Euro-Westerns. Und da geht es natürlich wieder um mein Lieblingsthema, nämlich den europäischen Western der 60er, 70er Jahre, also insbesondere eben Italo-Western natürlich und
aber auch andere Länder, ne? Und eben der europäische Western als eben so kleiner schmuddeliger Bruder des großen amerikanischen Kinos, ne? Und der eben dann auch viele Inspirationen geliefert hat und eben im Grunde das stimuliert hat, was nachher dann auch Clint Eastwood und andere in Amerika gemacht haben, nämlich eben dem Western so eine dunklere nihilistische Note zu geben. Und das Buch ist also ungefähr so 1,5 Kilo schwer, würde ich sagen, kostet $39,95, beziehungsweise in England erschienen. $39,95, beziehungsweise ist in England erschienen, kostet also 24,99 £. Und hat jede Menge Farbbilder drin, das finde ich besonders toll, ganz viele von diesen alten Covern und Postern, das ist immer das Beste eigentlich im Italo-Western, diese Aushangfotos und Plakate und so. Und da ist halt alles drin, was Rang und Namen hat. Ein Vorwort geschrieben von Franco Nero, ne, also von Django-Darsteller. Dann eben natürlich ganz viele Filme mit Klaus Kinski und anderen Bösewichtern und also alles, was eben Western-Freunden Spaß macht. Und ja, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, hat ungefähr so das Gewicht von so einer Waschbeton-Fußbodenplatte und ist im Fab Press Publication erschienen. Aber schon auch älter, oder? Das Buch ist von, warte mal, ich hab's jetzt neu, ich kann mal kurz vorne reingucken, von wann es ist. Ich glaube, es ist noch nicht so alt, oder? Warte mal, ich guck. Muss ja hier irgendwo stehen. 2011 erschienen, genau. Ja. Bei Fab Press in Surrey. Genau. Ja, schönes Buch. Genau, englischsprachiges Buch. Englischsprachig? Ja, ja, englischsprachiges Buch, genau. Guck mal, kaum lese ich was über Soul und Blues und so, dann muss ich schon wieder meine Gitarre rausholen. Dann musst du schon wieder, ist das nicht irre? Du bist ja selber auch ein Blueser. Ein halber. Sauber. So, okay, haben wir das? Was? Schmöker-Ecke? Ja. Haben wir durch, ne? Okay. Eigentlich ja. Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmöker-Ecke. Ja, ich muss noch was erzählen. Und zwar gibt es ja von Ben Becker ein neues Programm, eine neue Inszenierung. Die heißt Affe. Und die kommt die hat Premiere am 18., 19. und 20. Februar im Admiralspalast in Berlin. Ich werde da sein, auch privat und beruflichen, aus privaten und beruflichen Gründen. Sehr geil. Also es geht da darum, ich habe jetzt so ein bisschen was gesehen und einen Trailer gibt es auch schon. Können wir vielleicht auch mal posten. Und zwar geht es um die Entwicklung des Menschen. Ne? Warum ist der Mensch so ein Idiot und zerstört hier die Umwelt und rottet sich selber aus? Und der Affe, der genetisch nicht so weit entfernt ist, flitzt immer noch, solange er kann, im Urwald. Jetzt mal despektierlich gesprochen, im Urwald rum. Aber der hat halt nichts verbrochen oder so. Ne? Also das heißt, der Mensch entwickelt sich halt gerade zum größten Schädling auf dieser Welt und ist halt von Gier und sonstigen Sachen zerfressen. Und die Frage ist, wo kommt das her? Warum ist das so? Ne? Und was unterscheidet uns eigentlich, ne, vom Affen? Es gibt Texte von Nietzsche und die unter anderem von Nietzsche und er liest es halt und spielt es halt sozusagen und macht das auch darstellerisch natürlich auch wieder so ein bisschen. Genau, deswegen meine Empfehlung, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt für die Premiere, aber das scheint ziemlich gut zu werden irgendwie und wer Judas oder ich Judas oder die Bibel oder so mal gesehen hat, der wird sicher auch seine Freude daran finden. Also Ben Becker im Februar die Premiere und die Tour fängt, glaube ich, soweit ich weiß, erst im Herbst an. Also die fängt, glaube ich, erst im Oktober an. Aber wollte ich immer eben loswerden, weil das fand ich ganz gut irgendwie. Hört sich gut an. Genau. Spielt er eigentlich auch in irgendwelchen Serien mit als Schauspieler oder so? Ja, er hat Tatort mitgespielt jetzt. Er hat zum Jahresende Improvisationstatort gespielt. Ja, den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe jetzt gehört, dass es vielleicht doch ein bisschen too much war, weil die sind, glaube ich, 7 Kommissare oder so. Waren da, glaube ich, mitgespielt irgendwie. Aber es war so ein Improvisationstatort irgendwie. Also keiner, der wo so, ne, so wie Impro-Theater vielleicht ein bisschen. Also ich gucke ja generell keinen Tatort, wie du ja weißt. Ansonsten. TV-mäßig so, glaube ich, sind da keine weiteren Rollen. Irgendwie Theater haben wir ab und zu ein bisschen. Kinofilme hat er, oder Filme, TV-Filme hat er gedreht und auch Kinofilme, aber nie in der Hauptrolle. Und also sein Hauptaugenmerk sind die Lesungen, ne? Also das ist immer noch das, was er am meisten macht und so. Und allein durch die Stimme ist es auch sehr. Ganz bekannte Stimme, ne?
Sehr und Otto Sander ist nicht sein leiblicher Vater übrigens, ne? Ach so. Nee, das ist, nee, Otto Sander hat ihn adoptiert. Sein leiblicher Vater ist, das glaube ich, kein Klaus prominent. Kinski. Nee, auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, aber das ist, aber diese, dass man immer vermutet, dass das, weil die sich so ähnlich sind, ne? Also, ja, ich finde auch die Stimme so ähnlich. Ja, absolut, ne? Vielleicht deswegen auch adoptiert, aber das ist, also, das ist sein leiblicher Vater, ist er nicht. Ist, aber ich habe das Gefühl, Otto Sander lebt in Ben Becker so ein bisschen weiter, weil das doch sehr, sehr, also sehr stark an ihn erinnert, so, ne? Naja. Otto Sander, ja. Himmel über Berlin und so, ne? Ja. Ist übrigens in Bremen geboren, Ben Becker. Ach nee. Hoffentlich ist auch Werder-Fan, oder? Hoffentlich nicht. Also für ihn jetzt. Also ich habe ja noch eine Religion entdeckt, eine exotische mal wieder. Ach so. Nach längerer Zeit. Wir haben ja schon mal so Cargo-Kulte und sowas vorgestellt. Ist so kaputte, so Sektenkulte. Ja. Naja, so was total verrückte Religion wieder gefunden. Und zwar das Engelwerk. Das muss ich dir mal kurz erzählen. Ja, mach mal gleich, warte. Genau, schmeiß mal den Hebel rein. Hallo, hier ist Helga Bumfiedel. Wer ist denn da? Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Ethik und philosophische Gedanken auf Last Exit Andernach. Das hat sie einfach aufgelegt, die gute Frau. Ja, warum denn eigentlich? Ich wollte noch ein bisschen was erzählen. Also ich, das, also bisher war ja meine, was die exotischen Religionen angeht, meine Favoriten waren bisher die Cargo-Kulte, ne, kennst du ja noch aus der Karibik und so, diese Kulte, wo die Eingeborenen da aus Heu und Stroh dann so Flugzeugträger und alles Mögliche nachgebaut haben. Kannst du dich nicht erinnern, hat man ausführlich drüber gesprochen. Ja, musst du mal nachhören. Flugzeugträger aus Stroh? Ja, die haben alles nachgebaut aus Stroh, was die Amerikaner hinterlassen haben so und haben das. Moment, das haben wir noch nie besprochen dann, hier. Doch, doch, ausführlich sogar. Doch, lass mal gucken. Welche Folge? Was? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Cargo. Können wir sonst noch mal machen? Ja, also heute geht es jedenfalls um das Engelwerk. Und das Engelwerk ist eine Splittergruppe in der katholischen Kirche, beziehungsweise die waren wegen ihrer fragwürdigen Riten und ihrer exotischen Theorien von 1992 bis 2008 sogar ausgekoppelt und waren getrennt von Rom, also aus der Kirche ausgeschlossen. Und seit 2008 gehören sie jetzt wieder offiziell zur katholischen Kirche und sind dem Orden der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz angeschlossen. Mhm. Erstaunlich. Das hört sich alles ein bisschen nach, Tom Hanks und Illuminati an. Jedenfalls, das im Mittelpunkt steht bei denen die Verehrung der Engel. Also die verehren jeden Tag einen anderen Engel und glauben an Dämonen. Also sie glauben eben an Engel und Dämonen. Das ist so die Welt, in der die leben. Und das Ganze wurde 1949 von Gabriele Bitterlich gegründet und 2008 eben von Papst Benedikt für die katholische Kirche anerkannt. Und da geht es eben, wie gesagt, um die Förderung der Verehrung der heiligen Engel in der Kirche. Wird natürlich von so ein bisschen liberaleren Kreisen sehr kritisch angesehen. Und sie sind eben, haben eben angeblich 1 Million Anhänger. Ich weiß nicht, wie sowas festgestellt wird, aber es gibt wohl 1 Million Leute, die ihnen folgen. Ich muss mir eben eine Aspirin nehmen, warte mal. Ja, mach mal. Wo ist sie denn? Moment. Und ne, es gibt auch noch so diverse Priester und Ordensfrauen, die zu denen gehören. Zentrum des Engelwerks ist die Burg St. Petersberg in Sils in Tirol. Und verbreitet ist dieser Kult, also die haben so eine Burg, auf der sie sich da wohl ihr Zentrum haben. Und verbreitet ist das in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Brasilien, Indien, Italien und Portugal. Also hier nicht. Und in der Geschichte der Gemeinschaft gab es eben leider auch Morde und sexuellen Missbrauch. Ach du Scheiße, ganz schlecht. Und sowieso eben so diverse Probleme. Und das ist das Engelwerk. Also wer möchte, kann das ja mal googeln. Ja, das ist eine, muss nicht mitmachen, Splittergruppe in der katholischen Kirche. Da fällt mir ein, dieses Zölibat, ne? Dieser ganze Scheiß, also das ist ja jetzt eine Riesendiskussion, ne? Dass die Kirche sich mal modernisieren soll und Papst Benedikt, also unser Papst, ne?
Genau, genau. Der ist ja, tritt ja fürs Zölibat ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Irgendwie, man kann ja, und es gibt immer noch die, wenn ich so Interviews sehe, ja, was halten Sie vom Zölibat? Ne? Irgendwie natürlich irgendwie im Zusammenhang auch mit Missbrauch, ne? So, weil ich glaube schon, dass das, wenn da jetzt, ne, also wenn da jetzt wirklich niemand ist, mit dem man sich irgendwie wie noch immer emotional, sexuell irgendwie zu weiß ich, der einen da irgendwie diese Bedürfnisse da irgendwie abdeckt, und das ist ja meistens die Ehefrau oder Freundin oder was oder Partner, da werden die fehlen, ist natürlich schon mal schlecht, ne? Und das kann, das führt natürlich irgendwie nicht automatisch, aber es kann natürlich zu solchen Sachen führen. Und ich muss sagen, wenn ich das höre, dass der Papst AD, also unser deutscher Papst Benedikt, da irgendwie dagegen ist, das Zölibat abzuschaffen, dann weiß ich nicht, ob das irgendwie noch 2020 so ins Bild passt. Für mich sowieso nicht mehr, aber es gibt auch, ich habe auch Interviews gesehen mit älteren Damen, die dann meinten, ja, also das Zölibat auf keinen Fall abschaffen, weil man kann ja wirklich nur einem Menschen, einem Gott dienen und oder nur Gott dienen, wenn man, und nicht noch jemandem anders. Wohingegen dann die Priester auch sagen, ja, also das wäre schon schön, wenn da mal jemand zu Hause ist, ne, wenn man nach Hause kommt und sagt, dem man mal sich anvertrauen kann und mal sagen kann, was einen so bedrückt, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, das ist irgendwie echt überhaupt nicht mehr so 20. Jahr, 21. Jahrhundert, was da so in der Kirche. Aber das war es ja noch nie, und ich will jetzt nicht in das ganze Missbrauchsthema da einsteigen, was ja irgendwie auch nicht aufgearbeitet wird oder so und verjährt ist und was ich was und wie auch immer, aber das muss ich noch mal gerade loswerden. Bist du fürs Zölibat oder dagegen? Lass mal kurz mal eben. Ich habe dazu überhaupt keine Meinung, ey. Das ist. Du bist ja Katholik, ne? Ja, ich bin Katholik. Bin ich fürs Zölibat? Also ich persönlich würde das nicht so toll finden. Wahrscheinlich bin ich eher nicht dafür. Sehr gut. Ich würde sagen eher nicht. Okay, sehr gut. Aber es ist jedem selbst überlassen. Viele Menschen leben ja auch unfreiwillig im Zölibat. Ja, also freiwillig nichts dagegen einzuwenden, ne? Aber ich muss sagen. Ja. Wenn er das freiwillig macht, dann meinetwegen, klar. Naja. Kann er ja machen, aber das sozusagen als. Ja, also für dich kommt es nicht in Frage. Einstellungskriterium. Nee, ich bin ja sowieso der Atheist schlechthin. Ich bin ja dem Buddhismus, wie du ja weißt, haben wir ja schon besprochen. Ja. Zugeneigt, und da passt das ja so gar nicht. Also ja. wenn ich das den Zeugen Jehovas immer erzähle, dann gehen die gleich weiter. Dann schicken die mich gleich weiter. Also und jetzt soll ich dir also kein und irgendwie ein Formular nee, denn, vom Engel wenn die so klingeln, ja, wir wollten mit ihnen über Gott sprechen, und ich sage dann, ja, ich bin aber Buddhist, dann sagen ja schönen Tag noch. Weil die wissen dann, dass mit denen ist ja nicht zu mich zu machen oder so. Ja. Weil die das merken die dann schnell. Klingeln die eigentlich noch? Ich habe das auch schon ewig nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Also die stehen aber oft rum. Ich habe die das letzte Jahr in Hannover am Bahnhof gesehen. Ja. Mit einer Engelsgeduld. Genau, stehen sie da rum. Ja, passt ja. Mit dem Wachturm, ja. In Frieden. Ja, ganz schön gruselig alles, ne? Ja, ja. Ganz schön gruselig. Ja. Passt jetzt auch gerade so ein bisschen zum Engelwerk. Ja. Also ja. Ich finde die Rubrik gar nicht schlecht, aber vielleicht könnte man wirklich mal so komische Kulte und Sekten und sowas vielleicht machen. Machen wir auch schon seit längerem, musst halt nur mal hören. Ich höre das ja nie. Ich wir haben schon über diverse Religionen gesprochen, das tut mir leid, also mit nebenbei von der Sekte, die aus Schilf Flugzeugträger nachbaut, muss ich doch mal raussuchen, das ist wohl wahr. Oder kannst einfach mal googeln, also gibt es viele Berüchte drüber. Aber nicht bei Last Exit. Hast du, wie hieß er? Doch, ja, tut mir leid, ich höre die nochmal alle durch, wir sind ja nur 63. Warte mal, jetzt sind wir auf 64. Also heute war es nicht. Nee, heute nicht. Nee, in der heutigen Folge war es auch nicht. Letztes Mal auch nicht. Nee, das stimmt. Nee, genau. Beim nächsten Mal würde ich den gerne mal erzählen aus meiner Urlaubsreise. Ich mache jetzt ja eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge und würde dann davon berichten, wie das da war, so von Hütte zu wandern. Und Mit dem Esel, ne? Oder was war das? Tun. Nee, das ist ohne Esel diesmal. Ach so. Und dafür ist es mehr ist es dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil es eine Gebirgswanderung ist. Ach so, eine Gebirgswanderung. Wanderung. Also es geht auch Motorradwandern, ne, glaube ich, ja, genau. Geil. Ja, ja. So eine Harley. Genau, Hell's Angels in Vietnam.
Ja, das ist doch schön. Dann, ja. Dann, wie und was, ganz kurz, wie lange ist so eine Strecke dann? So eine Tagestour? Wie das lang, ist so 17, 8, ich glaube so 17, 18 Kilometer. Allerdings natürlich am Berg, ne? Das ist ein bisschen was anderes. Oh, ja. Also da musst du schon gucken, dass du so ein Pflaster dabei hast. 6000 und so. Höhenmetern, ja. Und ein Hirschteigstift für trockene, rissige Füße und so. Ach so. Und so ein Anti-Bär-Abwehrspray, oder? Ja, aber wir haben so eine Anti-Bären-Klingel. Weiß nicht, ob sie. Klingel? Ja, es gibt so eine Glocke, so eine Anti-Bären-Glocke. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob es da Bären gibt. Gibt es in Spanien Bären? Ja, ich weiß sicher. Na, sicher. Na, sicher. Schwarzbären. Ja. Bestimmt gibt es da Bären. Also, und die Klingel hilft, wirklich? Oder was? Angeblich. Denkt, fährt ja. Er dann rechts ran, oder was macht er dann? Ja. Der macht dann kurz Pause und. Der ist schon, den kennt er schon. Spielt sich ein Boccadillo. Genau. Eine Bärenklingel, das hast du ja gerade ausgedacht, oder? Nee, wirklich, das ist so eine kleine Glocke. Und die kommen dann extra, oder gehen die dann weg, oder? Nee, die sollen dann eigentlich weggehen. Dann für viel Glück, ne? Das Glöckchen. Wir müssen nochmal zum Schluss kommen, bevor es hier noch ausartet. Ich hoffe, die hören auch gut. Dann wollen wir noch ein paar Sendungen aufnehmen vorher, dass wir noch diese 70 voll machen, falls du nicht wiederkommst. Machen wir, nein, ich komme wieder und geht weiter, alles gut. Ja, dann, ja, viel Glück auf jeden Fall. Toi, 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 ich drück die Daumen. Ja. Du machst ja wieder Pauschalurlaub also, in Hogwarts. Also Bärenklingel, das müsste den Anti-Bärenklingel heißen. Ja, also ist nicht zum Anlocken. Achso. Genau. Man soll, also ich kann dir einen Tipp geben, also weglaufen ist ganz schlecht, ne? Also stehen bleiben, Arme so schön in die Hüften und dann rumschreien und ein paar so, aber nicht auf ihn zugehen, sondern aber schön nicht weglaufen. Weglaufen ist ganz schlecht, das ist keine Chance. Ja. Also nur mal so als Tipp oder so. Und, hast du auf D-Max so eine Sendung gesehen? Wenn du dich auf die Familie retten willst, dann kannst du auf ihn zugehen ein bisschen und so ein bisschen Handzahm, vielleicht der Handzahm oder so. Irgend so ein kleines. Ich glaube, hast du noch dieses Survival-Handbuch aus dem Ypsheft, hast du gerade noch gelesen, ne? Ich hatte früher übrigens Rüdiger Neberg gelesen, irgendwie Survival. Ja. Das, kennst du das noch? Also in den 80er, ja, nee, warte mal, wann war das? Ja, genau. Anfang 82er. Der 80er, ja. 82, 81, ja. 82 irgendwie so. Da kam das raus und das habe ich ja verschlungen, ne? Also die ganzen Tipps und toll. So. Jetzt kannst du mal mitnehmen. So, wir müssen zum Schluss kommen, ne? Wir machen mal hier das Klavier, den Klavierdeckel auf. Ja. Ruckzuck durch die Sendung gehuscht. War wieder schön. Ich guck mal, was ich noch alles auf Netflix gucken kann, um zu berichten. Aber so viel wie letztes habe ich lange nicht geguckt. Das muss ich sagen, das ist schon ein bisschen viel. Ich würde gerne auch mal wieder über ein paar ältere Filme reden, genau. Und das würde ich beim nächsten Mal wieder machen. Also ein bisschen erzählen wieder aus den 90er Jahren, aus den 80er Jahren, was da so lief. Ja. Erstmal noch jung und frisch. Und ich glaube, nächstes Mal ist die. Nee, da war ich noch nicht auf der Premiere. Nee, ist das schon Ostern? Nee. Vielleicht wird es auch nochmal Winter oder so, haben wir auch. Ja. Dass das ganze Ziefer mal stoppt hier. Und ich habe hier so ein Vogelhäuschen hier. Die fressen mir die Haare vom Kopf, muss ich sagen. Also, das ist. Und die. Das muss ich sagen. Und es sind immer weniger, also letztes Jahr waren noch seltenere Vögel da, diesmal sind es nur Blauen und Kohlmeisen, also letztes Jahr waren noch so Gimpel und Kleiber und sowas da, das ist schade. Schade, nimmt alles ab. Ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich habe jetzt eine Kundin, die heißt Frau Kleiber. Die ist aber nicht, die wir hier noch nicht gesehen. Die kann ja mal reinflattern, wenn sie Hunger hat. Du Schlingel. Okay, mit diesem schlechten Witz verabschieden wir uns einfach. Ja, wieder schon. Bleibt uns gewogen, ne? Ja. Schöne Woche. Und ganz kurz noch schöne Grüße an Uli, an alter Freund Uli. Der hatte sehr viele Tipps übrigens. Da können wir mal drüber reden. Ich musste mal alle sortieren. Ist ein viel, viel vielseitig belesener Mensch. Und wie auch immer, dann machen wir nächstes Mal weiter. Genau, ich grüße noch den FC Schiffdorf von hier aus, wenn ich das mal darf. Ja, mach mal. Das ist ja bei Bremerhaven, ne? Ja. Gut, dann bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.